Die Krokette hat's schwer. Selten schafft sie es, aus dem Schatten der Pommes herauszutreten. Doch der Tag heute gehört nur ihr allein, denn heute ist Weltkrokettentag. Entstanden in den Niederlanden, werden sie in unserer Region ganz puristisch aus zu Rollen oder Kugeln geformten Kartoffelstampf hergestellt. Zubereiten kann man die Kroketten im Backofen oder auch in der Fritteuse. Wir haben die Oldenburger probieren lassen und gefragt, ob sie den Unterschied erkennen. Schmecken die gut? Ich muss den noch probieren. Darf ich auch mal probieren? Ja, sicher. Ich würde sagen, die sind Backofen. Das ist Backofen, das ist Fritteuse. Wissen Sie, woran ich das sehe? Weil die dunkler sind? Nein, weil die glänzen und die sind matt. Und alles, was matt ist, wurde im Backofen gemacht. Alles, was glänzt, kommt aus der Fritteuse. Da kennt sich wohl jemand aus. Sind Sie Koch? Nein. Ich auch nicht. Macht ja nichts. Also ich würde sagen, das sieht man ja schon. Die sind aus dem Backofen und die sind aus der Fritteuse. Hätte ich jetzt auch gesagt, so nur vom Anschauen. Ich finde, diese ist Backofen, das ist Fritteuse. Vom Geschmack her schmeckt mir diese gut. Diese ist nicht schlecht, aber diese schmeckt mir besser. Ich hoffe, ich habe das Richtige gefunden. Aber willst du auch mal probieren? Ja. Oh, kalt. Ja. Vom Aussehen hätte ich also dasselbe gesagt. Die kommt aus dem Backofen, die ist frittiert. Und ich schmecke hier auch viel Öl. Na, Schwedi, gleich denkst du, haben die am Backofen, ne? Oder? Nee, umgekehrt, die sind fertiger. Die sind am Backofen. Richtig? Ganz genau. Die Mehrheit der befragten Leute konnte den Unterschied der Kroketten erkennen. Bleibt aber noch die Frage, welche Variante am besten ankommt. Aus der Fritteuse. Also Backofen ist ein bisschen trockener auch und von außen nicht so kross. Es ist eben, wenn mehr Fett, ich höre auch oft Schnitzel, das muss im Fett schwimmen, dann ist das richtig schön. Mir sind die aus dem Backofen lieber, weil die halt nicht so fettig sind wie die aus der Fritteuse. Mir schmeckt die aber auch sehr gut, muss ich sagen. Vor allen Dingen, wenn ich weiß, dass da nicht so viel Öl drin ist, schmeckt mir die umso besser. Unser Fazit: ist ja doch alles eine Sache des Geschmacks. Und irgendwie schmeckt am Ende ja doch alles nach Kartoffeln.